Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuschauer, ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen hier im Elbe-Kanal zum Regionalmagazin am heutigen Mittwochabend. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. So kurz vor dem Feiertag haben wir natürlich wieder interessante Themen für Sie im Programm. Die Veranstaltungshinweise, die Verlosung zum Medium der Woche und natürlich auch der Blick auf kommende Veranstaltungen. Also hier die Übersicht. FCM Olé. 140 Fans reisten mit der Marco Polo zum letzten Saisonspiel nach Magdeburg. Pressegespräch. Magdeburger Förderverein informiert über die Angebote der salzigen Tour. Und Gewinnspiel. Wir verlosen das neue Album von Helene Fischer. Unser erster Beitrag führt uns an die Elbe. Genau gesagt, mit der Marco Polo von Schönebeck nach Magdeburg ging es für zahlreiche Fans des ersten FC Magdeburg. Denn man traf sich hier in Schönebeck auf dem Salzblumenplatz. Gemeinsam wollte man zum letzten Heimspiel nach Magdeburg fahren. An dieser Stelle natürlich herzlichen Glückwunsch an den FC Magdeburg zum Erreichen des vierten Platzes. Leider nicht der dritte Platz, wo es denn in die Relegation gegangen wäre. Dennoch eine erfolgreiche Saison und wie die Schifffahrt dann von Schönebeck nach Magdeburg verlief. Warum man sich genau darauf so freute, das wollten wir genauer wissen. Wir waren für Sie vor Ort. Die Idee, doch einmal mit dem Schiff zu einem Heimspiel des ersten FCM zu fahren, entstand in einer gemütlichen Bierrunde in Zweierköpfen von Fußballfans des ersten FCM. Diese beiden Fans, Benny und Heiko, waren von ihrer Idee begeistert und setzten diese dann auch in die Tat um. Mit dieser Idee wurde dann ein Fanclub mit dem Namen Kollektiv Elbenau im Jahr 2015 gegründet. In der Fußballsaison 2015-2016 hat das Kollektiv zum ersten Mal begonnen, diese Schifffahrt zu organisieren und waren mit knapp 50 Magdeburg-Fans angereist. Am vergangenen Samstag, den 20. Mai, trafen sich die Magdeburger Fans erneuert am Salzblumenplatz, um mit der Marco Polo zum letzten Heimspiel des ersten FCM zu reisen. Dieses Mal war die Fahrt mit 140 Fans komplett ausgebucht. Mit bester Stimmung und Vorfreude wurde das Schiff immer voller und Fanhymnen erklangen von der Marco Polo. Geschmückt mit blau-weißen Fahnen ging es dann in Richtung Magdeburg. Von dort aus gingen die Fans als geschlossene Gruppe zur MDCC Arena und haben auf einen Sieg der Mannschaft gehofft. Der erste FCM gewann das Spiel gegen die Sportfreunde Lotte mit 2:0 zwar, aber da der Konkurrent Jan Regensburg ebenfalls gewonnen hatte, schaffte es der erste FCM nicht auf den Relegationsplatz und belegt nun zum Saisonende Platz 4. Nach dem Spiel trafen wir Sven Lehmann, Pressesprecher des Kollektiv Elbenau Fanclubs, und fragten ihn, wie es jetzt weitergeht. Sommerpause, Pokal noch am Donnerstag, dann ist Sommerpause, dann gibt es noch das Fanclub-Turnier in Pechau, wo wir voraussichtlich daran teilnehmen werden, wenn alle da sind. Ansonsten laufen die Vorbereitungen für nächste Saison. Wir wurden gefragt, ob es jetzt zum Saisoneröffnungsspiel eine Schifffahrt geben würde. Ja, Überlegungen waren da, aber es ist einfach zu zeitnah und so ein Highlight im Jahr kann man, glaube ich, bloß einmal machen. Auch 2018 sollen die Fans dann wieder mit der Marco Polo zum letzten Heimspiel des ersten FCM gelangen. Ob mit dem Schiff auf der Elbe, was eine wunderschöne Freizeitmöglichkeit ist, oder gemütlich im Garten sitzen und grillen, auch das ist natürlich eine willkommene Abwechslung, insbesondere jetzt im Sommer. Doch wir haben uns gedacht vom Elbe-Kanal, grillen im Garten, gut, das kann ein jeder, aber mit dem Grill zu Gast sein in Einrichtungen hier im Salzlandkreis, das ist doch etwas ganz Besonderes. Und darum haben wir Grillen für Kinder der Region ins Leben gerufen. Der nächste Termin ist am 1.6. hier in Schönebeck beim Jugendclub Young Generation. Dort werden wir wieder zu Gast sein. Auch Sie möchten, dass wir bei Ihnen zu Gast sind mit unserem Grillen für Kinder der Region? Dann sollten Sie mitmachen. Bewerben Sie sich unter elbekanal.de. Dort gibt es ein Anmeldeformular. Und hier noch einmal ein kurzer Trailer mit einer Zeitrafferaufnahme, wie denn solch ein Nachmittag aussehen kann.
Bei unserer neuen Aktion Grillen für Kinder der Region besucht der Elbe-Kanal mit seinem Team Einrichtungen in der Region, wie zum Beispiel Kindergärten, Schulen, Jugendclubs und ähnliche Einrichtungen, um gemeinsam für 2 Stunden eine Grillparty zu veranstalten. Ein großer Spaß für die Kinder und Jugendlichen im Salzlandkreis. Denn wir bringen Grillwurst, Bulette, Senf, Ketchup, Brot und natürlich unseren Grill mit. Gute Laune ist vorprogrammiert und ich als Moderator bzw. Grillmeister Christian Kolbe bin ebenfalls dabei. In lockeren Gesprächen möchten wir mehr zu den Einrichtungen erfahren, mit den Kindern ins Gespräch kommen und aktuelle bzw. wichtige Themen rund um die Kinder- und Jugendarbeit im Salzlandkreis erfahren. Wenn ihr mit eurer Einrichtung auch an der Aktion Grillen für Kinder der Region teilnehmen möchtet, dann bewerbt euch jetzt. Einfach das Anmeldeformular ausfüllen und wir setzen uns dann persönlich mit euch in Verbindung und schauen, wann wir denn mit unserem Grillen für die Kinder der Region bei euch zu Gast sind. Am morgigen Donnerstag ist dann Herrentag, das heißt freier Tag für alle. Am Freitag vielleicht auch für einige, die dann Brückentag genommen haben. Dennoch senden wir natürlich am kommenden Freitag pünktlich um 18 Uhr wieder eine neue Ausgabe unseres Regionalmagazines. Dann wieder mit meiner Kollegin Tina Bonas. Und ich darf Sie schon recht herzlich einladen, dabei zu sein, denn es gibt wieder eine neue Ausgabe von Talk im Café Seewahn. Diesmal mit Oberbürgermeister Bert Knoblauch und Guido Schmidt. Talk im Café Seewahn, die nächste Ausgabe am 26. Mai. Das Thema ist die Geschwister-Scholl-Straße und der Marktplatz. Unsere Studiogäste sind der Oberbürgermeister Bert Knoblauch und der Baudezernent Herr Guido Schmidt. Schalten Sie also am kommenden Freitag 18 Uhr das Regionalmagazin ein, dort mit weiteren interessanten Themen und wie gesagt unserem Talk im Café, diesmal mit Oberbürgermeister Bert Knoblauch. Hier bei uns geht's weiter mit den Kurznachrichten. Alles Wissenswertes aus der Region, jetzt für Sie zusammengefasst, die Kurznachrichten. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Schönebeck ist ein guter Ausbildungsstandort. Doch bis jetzt mussten viele junge Menschen für die theoretische Wissensaneignung in bestimmten Ausbildungsberufen in die berufsbildende WEMA in Aschersleben. Dies ist umständlich, aber in den Schulentwicklungsplänen so vorgesehen. Um zusätzliche Fahrwege sowie den Zeitaufwand einzusparen, plant der Wirtschaftsrat gemeinsam mit der Stadt eine Kooperation mit dem Salzlandkreis. Am 3. Juni 2017 um 10 Uhr startet eine neue Führung durch die Nachtigallen-Oase der NABU. Gezeigt wird unter anderem, wie auch Sie mit ein wenig Arbeit in Gärten und Grünanlagen die Überlebenschancen von Hummel und Co. verbessern können. Das Bürgerbüro der Stadt Schönebeck in der Friedrichstraße 117 ist aufgrund des Brückentages am Freitag, den 26. Mai, ganztägig geschlossen. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Der Basler Schlagballcup wird in diesem Jahr am Mittwoch, dem 31. Mai ab 16 Uhr im Stadion an der Magdeburger Straße ausgetragen. Um auf diese freudige Veranstaltung, an der sich alle Grundschulen der Region beteiligen können, aufmerksam zu machen, trafen sich die Verantwortlichen am Donnerstag auf dem Schulhof der Grundschule Ludwig Schneider in Schönebeck. Oberbürgermeister Bert Knoblauch stimmte die Schülerinnen und Schüler auf den coolen Wurfwettbewerb ein, rief die hiesigen Schulen zur Teilnahme auf und wünschte allen Sportlerinnen und Sportlern viel Erfolg und vor allem viel Spaß. Die Gewerbeabteilung muss in der Zeit vom 16.05. bis zum 26.05.2017 aus organisatorischen Gründen geschlossen bleiben. Anmeldungen können in diesem Zeitraum im Bürgerbüro vorgenommen werden. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon
786-101. Soweit der Nachrichtenüberblick. Gleich nach der Werbung geht es für Sie weiter mit dem Gewinnspiel zum Medium der Woche. Helene Fischer wartet auf zahlreiche Gewinner. Wir blicken auf die Veranstaltungshinweise und natürlich noch vieles mehr. Also dranbleiben. Pinguin Automobile, Ihre qualifizierte Meisterwerkstatt in der Geschwister-Scholl-Straße 103 in Schönebeck. Zu unseren Leistungen gehören unter anderem der An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen und markenunabhängige Reparaturen sowie Inspektionen inklusive Werkstattersatzwagenservice. Zusätzlich bieten wir unsere Dienste auch für größere Fahrzeuge und Transporter bis 5 Tonnen an. Pinguin Automobile, Ihr Servicepartner rund ums Auto in Schönebeck. Frisuren neu erleben, das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breiteweg 54. Denn wir machen mehr aus Ihrem Typ. Schönebeck, eine Stadt voller schöner Orte, Geschehnisse und Veranstaltungen. Über das alles sind Sie nun bestens informiert mit dem Schönebecker Stadtmagazin Salzperle. Informative und spannende Themen rund um die Stadt an der Elbe erwarten Sie. Die Salzperle erhalten Sie in verschiedenen Geschäften in Schönebeck. Natürlich auch hier bei uns bei der Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 in Schönebeck. Die Salzperle ist für Sie kostenlos und erscheint alle 2 Monate neu. Darüber hinaus finden Sie auf der Webseite www.salzperle.de weitere interessante Einblicke in die Stadt Schönebeck und ihre Umgebung. Die Salzperle, das Schönebecker Stadtmagazin. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Kotelett mit Knochen 100 Gramm zu 55 Cent. Kotelett ohne Knochen 100 Gramm zu 60 Cent, frische Schmorwurst 100 Gramm zu 60 Cent, Eisbein 100 Gramm zu 35 Cent und Jagdwurst 100 Gramm zu 90 Cent. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck.
Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch im Lokal-TV-Portal über Satellit empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBB-TV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie eine Kanalsuche durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11,52325 GHz. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren lokalen Sender auswählen und mit der OK-Taste das Programm starten. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Zurück aus der Werbung zum Regionalmagazin. Am heutigen Mittwoch darf ich alle Zuschauer noch einmal recht herzlich willkommen heißen und aufrufen, jetzt wieder mitzumachen. Denn es steht die aktuelle CD von Helene Fischer für Sie zum Gewinnen bereit. Wie immer präsentiert vom E-Center Schönebeck. Hier kommt sie, die kurze Vorstellung und dann die Gewinnfrage. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Ich schlafe alleine ein, wach alleine auf. Nach dem überragenden Erfolg des Albums Farbenspiel wird mit großer Spannung das lang ersehnte neue Studioalbum von Helene Fischer erwartet. Durch meine Seen fließt der Bass, hämmert gegen meine Seen. Es ist seit 3,5 Jahren die erste Veröffentlichung der Ausnahmekünstlerin mit neuen Songs und damit das 8. Album in der einzigartigen Erfolgsgeschichte von Helene Fischer. Qualitativ auf dem Produktionslevel internationaler Superstars sind die ausschließlich deutschsprachigen Songs genau wieder jene Mischung, die Helene Fischer zu einer außergewöhnlichen und einzigartigen Künstlerin macht. Kannst meinen Herzschlag spüren. Die Deluxe-Version enthält 2 CDs mit allen Songtexten und als Extra gibt es auch noch ein aufstellbares Porträtcover dazu. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Auch Sie möchten die aktuelle Helene Fischer CD gewinnen? Dann machen Sie doch mit beim Gewinnspiel und beantworten mir folgende Frage. Am kommenden Freitag haben wir 2 Talkgäste bei unserem Talk im Café zu Gast. Ich möchte von Ihnen wissen, wer sind denn unsere beiden Gäste? Wenn Sie die Antwort wissen, dann ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@elbemedien.de. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge. Die Gewinner gibt es dann am kommenden Freitag hier bei uns im Regionalmagazin. Weiter geht es jetzt hier bei uns natürlich mit einer Information aus dem Solepark. Denn dieser lädt immer wieder zur salzigen Tour, eine wunderschöne Tour bzw. ein wunderschönes Erlebnis. Was genau dahinter steckt und warum Sie diese Termine rot im Kalender anmerken sollten, das sehen Sie jetzt. Im Zeitraum vom 21. Mai bis zum 9. Juli 2017 werden zum 2. Mal Aktionswochen im Rahmen der salzigen Tour in der Region Magdeburg, Elbe, Börde, Heide durchgeführt.
Beteiligt sind 24 Orte in der Region mit mehr als 60 Angeboten rund um das Thema Salz. Um die salzige Tour und das von vielen Partnern zusammengestellte Programm vorzustellen, lud der Magdeburger Förderverein Elbe Börde Heide zu einem Pressegespräch am 18. Mai in den Garten beim Schausiedehaus ein. Gesprächspartner waren Oberbürgermeister Bert Knoblauch, Geschäftsführerin des Magdeburger Tourismusverbandes Elbe Börde Heide e.V., Frau Irene Milan, und darüber hinaus auch Vertreter einzelner Stationen der salzigen Tour. Das Stadtoberhaupt bedankte sich zunächst bei den 41 Partnern, die an 24 Orten mit mehr als 60 Angeboten Tagestouristen anlocken sollen. Im Anschluss berichtete Soleparkleiterin Sibylle Schulz über die zahlreichen Angebote rund um das Gradierwerk. Schönebeck kann zum Thema Salz auf ein großes Angebot blicken. Das älteste Solbad Deutschlands, Gradierwerk im Kurpark, Schausiedhaus und die Salzblume am Elbufer, um nur einige zu nennen. Warum und seit wann es die salzige Tour gibt, wollten wir von Frau Milan einmal genauer wissen. Ja, unsere Tourismusregion Elbe-Börde-Heide hat bisher eine süße Tour gehabt. Die widmete sich dem Thema Magdeburger Börde, Rüben und traditionelle Küche. Und hier haben wir ja einen Salzlandkreis, den es ja jetzt 10 Jahre gibt, wie ich heute gerade erfahren habe. Und das Thema Salz ist natürlich auch ein interessantes Thema. Und da haben wir uns gedacht, wir machen als Pendant mal einen Salzlandkreis. Die Idee kam, eine salzige Tour. Die Idee kam aus der Stadt Stassfurt. Und die Stadt Stassfurt ist da einige Jahre wirklich dran geblieben, hat das immer wieder angesprochen. Und irgendwann haben wir es geschafft, haben wir auch entsprechend Fördermittel akquirieren können und haben viele Partner gefunden in der gesamten Region, die mitmachen. Und das war im Jahr 2012. Und 2015 war es dann soweit, dass die salzige Tour starten konnte. Eine komplette Veranstaltungsübersicht für die Aktionswochen kann kostenlos beim Tourismusverband angefordert werden und ist in den Tourismusinformationen der Region erhältlich. Auch auf den Internetseiten unter www.elbe-börde-heide.de finden Interessierte alle Informationen zu einer salzigen Tour durch die Region. Die salzige Tour, natürlich nur eine Veranstaltung im Solepark. Weitere Veranstaltungen möchten wir Ihnen jetzt präsentieren. Hier kommen unsere Veranstaltungstipps. Der Kunsthof Bad Salzelmen lädt am 26. Mai ab 19 Uhr zum nächsten abendlichen Schausieden ein. Der Abend beginnt mit einem kurzen Rundgang durch den Kurpark. Im Schausiedehaus angekommen, erfahren die Besucher an der Siedepfanne die kleinen und großen Geheimnisse der mittelalterlichen Salzsiedung. Für Gruppen ab 10 Personen wird um eine persönliche oder telefonische Voranmeldung unter 03928 70 55 55 gebeten. Seinen Gästen die Entwicklung des Kurparks zu zeigen, neben seinen gesundheitlichen Erfolgen und der großartigen Architektur, das stellt sich Dr. Thorberg, dargestellt von Thomas Duber, in zeitgemäßer Kleidung interessant und spannend vor. Im Rahmen seines Rundgangs lädt er interessierte Gäste ein, ihnen auf dem Weg durch die schrittweise Gartengestaltung und die sich wandelnde Architektur der Jahrhundertwende zu begleiten. Los geht es zum ersten Rundgang mit Dr. Thorberg am 28. Mai 2017 um 14 Uhr. Treffpunkt ist der Kunsthof Bad Salzelmen. Für Gruppen ab 10 Personen wird um persönliche oder telefonische Voranmeldung unter 03928 70 55 55 gebeten. Schon tagsüber beeindruckt das imposante Gradierwerk die Besucher des Kurparks. Doch in abendlicher Dämmerung geht von dem Bauwerk eine faszinierende Ausstrahlung aus. Zu diesem Anlass lädt der Kunsthof Bad Salzelmen zur Gradierwerksführung ein. Alle Interessierten finden sich am 2. Juni um 20 Uhr vor dem Roten Haus ein. Am 6. Juni 2017 von 15 bis 17 Uhr tritt die Kreismusikschule Bela Bartok im Kurpark auf. Die zahlreichen Bands der Schule sorgen für ausgelassene Stimmung. Der Eintritt für alle Besucher ist frei. Infos erhalten Sie unter 03928 70 55 25. Am 2. Juli 2017 von 15 bis 17 Uhr werden die Damen und Herren der Pichlowanka Böhmische Blasmusik im Kurpark auftreten. Die 8 tschechischen Blasmusiker werden das Publikum mitreißen.
Der Eintritt ist für alle Besucher frei. Infos erhalten Sie unter 03928 70 55 25. Am 15. Juli treten wieder die vier der deutschlandweit besten und preisgekrönten Feuerwerkprofis in Magdeburg gegeneinander an. Sie inszenieren eigens für diesen Abend ihre harmonisch effektvoll abgestimmten Feuerwerke zum Rhythmus der Musik. Auf den Takt der Klänge ragen Fontänen imposant in den Sternenhimmel und beeindrucken die Besucher in der Dunkelheit. Ein spektakuläres Rahmenprogramm sowie die Cateringmeile mit allerhand Leckereien lassen obendrein keine Wünsche offen. Die Livebands Rose Bogies und Jenna Rod geballt vereint sie hier leidenschaftlich Blues und Rock auf der Bühne und heizen ordentlich mit einem vielseitigen Repertoire ein. In Zusammenarbeit mit der A&O Pyro Games GmbH verlosen wir 3x2 Freikarten. Rufen Sie uns einfach unter der 03928 40 57 70 an und nennen Sie das Kennwort Pyro Games. Viele Veranstaltungen, die auf Ihren Besuch warten, sehr geehrte Zuschauer. Und das passende Wetter liefern wir natürlich auch dazu. Insbesondere am heutigen Mittwochabend als auch am Donnerstag soll es nur leicht bewölkt mit relativ viel Sonnenschein geben. Also hier die Wetteraussicht für die kommenden Tage. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. In der Wochenmitte angekommen, begrüßen wir Sie recht herzlich zur Wettervorschau für die nächsten drei Tage. Der Donnerstag wird sehr warm mit Höchsttemperaturen von 23 Grad und 7 Sonnenstunden. Im Laufe des Tages kann es auch mal windig werden. Bei einem Niederschlagsrisiko von 30% sollte es zu keinen großen Regenschauern kommen. Zum Abend hin werden es 14 Grad. Am Freitag wird es sonnig bei einer Höchsttemperatur von 24 Grad. Somit wird der Freitag der wärmste Tag der Woche. In den 14 Sonnenstunden sollte es bei einem Niederschlagsrisiko von 5% nicht regnen. Am Abend werden es dann 10 Grad. In das Wochenende starten wir mit einem sonnigen Himmel und Höchsttemperaturen von 23 Grad. Es herrscht an diesem Tag ein geringes Niederschlagsrisiko von 5%. Der Abend wird angenehm mit 14 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Soweit die Aussichten für die kommenden Tage. Auch das kommende Wochenende verspricht schön zu werden. Das war's mit dem Regionalmagazin. Allen Herren an dieser Stelle einen morgigen, wunderschönen Herrentag. Nicht übertreiben, denn am Freitag um 18 Uhr sollten Sie wieder pünktlich vor Ihrem Fernseher sitzen und das Regionalmagazin hier im Elbekanal einschalten. Das war's. Allen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Ihr Christian Kolbe.